Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rage 2. So, in der letzten Folge hatten wir uns ja das Tutorial angeschaut, oder das heißt, wir mussten uns das anschauen. Und ja, wir haben uns unsere erste Fähigkeit erhalten in der komischen Arche dort und sollen jetzt zur Lilly zurückkehren. Das werden wir doch jetzt auch gleich machen. Ich mache das Bildmachgerät an. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst mir doch am Ende der Folge ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Wird mich sehr, sehr freuen. So, jetzt aber weiter geht's. Einen Haufen Missionen bekommen jetzt. Also werden wir einiges erledigen können. Bin übrigens mit Walker unterwegs. So heißt unser Charakter. Ah, und hier sehe ich, was ich kann man was einsammeln. Ah, sind voll, okay. Und ich muss sagen, was ich jetzt sehen kann, so von der Grafik her. Also wenn so ein kleines Fazit bis jetzt, was ich jetzt so sehe. Ich habe schon Besseres gesehen. Aber es sieht auch nicht schlecht aus. Also es ist so, nicht, dass er jetzt denkt, was erzählt der? Aber es ist irgendwie, als wenn da irgendwie so ein Filter drauf wäre, das alles so ein bisschen verschwommen aussieht. Und das gefällt mir halt im Spiel nicht so. Aber vielleicht ist es halt der Grafikstil generell in dem Spiel. Wir müssen mal schauen, was die Open World uns dann so zeigt. Und ja. Aber bis jetzt sieht es aus, als wenn irgendwie so ein Filter drauf wäre. Aber ich denke auch, es liegt auch irgendwo an der PS4. Ich spiele zwar mit der PS4 Pro, aber ich denke mal, ja, die ist einfach schon in die Jahre gekommen und man kann da halt nicht mehr so viel rausholen. Ich spiele übrigens auf 4K. Vielleicht ist es deswegen so ein bisschen, aber naja, wenn es anbieten soll, es auch passen. Gut, wir reden mal mit ihr. Was hast du für mich? Also, ich habe viele Ideen für Projekte, die zentral fürs Überleben da draußen sind und die wir mit deiner Hilfe auf den Weg bringen können. Aber zuerst kommt ein Fahrzeug dran. Projekte. Willkommen zu den Projekten. Hier kannst du Projekte mit deinen verdienten Projektpunkten erwerben. Projekte bieten dir eine Vielzahl von Vorteilen. Momentan hast du den Zugriff auf Lillys Grundausbildungsprojekte. Fangen wir also damit an. Okay, Grundausbildung. Jeder deiner Verbündeten hat ein eigenes Set an Projekten, die du freischalten kannst, wenn du mit ihnen zusammenarbeitest. Diese Projekte helfen dir in vielerlei Hinsicht im Spiel und können mit Projektpunkten gekauft werden, die du erhältst, indem du Orte und Aktivitäten im Ödland abschließt. Ja, alles klar. Okay. Projekte. Das erste Projekt, das du kaufen kannst, schaltet das Fahrzeugmenü frei. Damit erhältst du auch dein eigenes Kampffahrzeug, den Phoenix. Über das Fahrzeugmenü erhältst du Zugriff auf Fahrzeug-Upgrades und kannst ein Fahrzeug rufen, sobald du es benötigst. Kaufe das Projekt, indem du es mit auswählst und dann mit Viereck gedrückt hältst. Ja, müssen wir machen, was anderes haben wir eh noch nicht. Ah, okay. Und da unten stehen auch die Ressourcen, was wir brauchen. Die Projektpunkte, so sehen die also aus. Wir kaufen das mal. Fantastisch, du hast das Fahrzeugmenü freigeschaltet. Du kannst es über das Menü Digipad drücken. Halte mehr Projektpunkte und weitere Projekte freizuschalten, indem du Orte und Aktivitäten oder abschließt. Bla. Okay. Töten und vernichten. Ach du Scheiße. John Marshall, Lily Prowley. Ah, das sind die Charaktere, bei denen wir halt dann verschiedene Sachen machen müssen. Töten und vernichten. Und das gefällt mir auch nicht. Das dauert so lange hier in dem Menü, bis der... Also es läuft nicht flüssig in dem Menü. Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Okay, John Marshall. In Marshalls Projekten geht es hauptsächlich um Kampf. Schließe Orte, Aktivitäten, bla bla. Töten, vernichten ab, um bei Lusums Operation voranzukommen, indem du... Zudem verdienst du dadurch Projektpunkte, mit denen Projekte kaufen kannst. Okay. Projekt ansehen. Okay, wir können hier nichts machen, als gesperrt ist. Erobern und kontrollieren. Jetzt habt ihr Technik, schieße Orte, bla. Okay, ja, jetzt sind halt die verschiedenen Charaktere, für die wir halt Aufgaben erledigen müssen. Alles klar. Weiter. So, wir gehen mal zu den Fahrzeugen rüber. Das sage ich, ich drücke hier. Schaut mal, Leute. Vor allem, ich drücke jetzt mal zweimal nach links.
Hier bloß einmal. Und jetzt das zweite Mal. Seht ihr, was ich meine? Jetzt drücke ich zweimal. Wie lange das dauert. Also das ist ein bisschen Kritikpunkt schon, der erste. Okay. Zu wenig Geld. Okay, hier kann man die Upgrades dann kaufen. Die Garage ist online und der Phönix ist bereit. Es gibt noch mehr Projekte, die uns beiden nützen würden. Du musst stärker werden und ich muss in Vineland wieder halten. Adios. Freies Erkunden. Willkommen im Ödland. Nutze die Kartenmenü, um Aktivitäten in der Welt zu finden und zu verfolgen. Erkunde das Ödland, damit mehr Aktivitäten der Karte hinzugefügt werden. Verfolgst du einen Standort auf der Karte, wird er von deinem Navigationssystem erfasst, das dir den schnellsten Weg dorthin zeigt. Ein paar Missionen und Archen sind im Kartenmenü für dich bereits freigeschaltet. Okay, wir schauen mal. Ich würde gerne gleich eine Arche machen oder so. Hier ist eine Arche. Okay, wir machen uns da mal einen Wegpunkt hin. Sieh an, ein Schneiden neuer hier. Ranger. Ich bin Phönix und fahre mich noch besser, als ich aussehe. Lass uns eine Runde drehen. Warte, das ist also, was ist denn das hier? Das sieht so komisch aus. Grafikeinstellungen, Sichtbereich. Machen wir so. Was ist denn das jetzt? Okay. Muss jetzt mal schauen. Ach, da wirst du ja bekloppt. Na, das geht gar nicht. Sorry, aber ich muss es mir ein bisschen einstellen. Komm bald wieder, Walker. Machen wir es so. Aber das, ich muss sagen, ganz ehrlich, ja, es ist schon schön, aber irgendwie ist es so ein verschwommener Effekt darüber, was mir überhaupt nicht gefällt. Oh, warum machen die immer sowas? Chromatischer Farbstreifeneffekt am Bildrand. Was ist das jetzt? Ihr seht schon, ich bin in der Hinsicht. Bewegungsschärfe, das gefällt mir auch nicht. Okay. Ja, es hilft nicht. Wir müssen uns echt ein bisschen dran gewöhnen jetzt. Aktiviere Systeme. So, ganz schön ab. Ich sehe eine Straßensperre. Es muss ein Hinterhalt sein. Okay, Straßensperren sind Blockaden der Handelskoalition, die von anderen Fraktionen übernommen wurden. Säubere den Außenposten und hebe die Sperren aus.
Viel Glück da draußen. Und nehme alles mit. Ah, okay, da ist Gesundheit drin. Okay, hier kriegen wir auch gleich Ressourcen, ja. Sehr schön. Jetzt auf die Straßensperre. Ah, okay. Ah, haben wir schon Shop bekommen. Okay, wir gehen mal zu die Fahrzeuge. Upgrades. Sicherheitsmodul schützt dem Fahrzeug vor Zerstörung. Also das haben wir schon drin. Ah, okay. Overdrive Magazinauffüllung. Okay. Die Straßensperre ist beseitigt. Freie Fahrt. Ja, das wird der Koalition gefallen. Was sich aber gut anfühlt, Leute, ist das Gunplay. Das fühlt sich richtig gut an. Also, man verzieht nicht groß, man schießt dort, wo man auch hinzielt. Okay, kann man schießen. Waffe überhitzt. Hier steht ein gewaltiger Turm, der förmlich Obrigkeit schreit. Klingt nach einem alten Wachturm aus dem Krieg. Gut möglich, dass aber Annäherung auf dich feuert. Pass also auf, falls du dich ranmachst. Walker, Dr. Quasier ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden. Okay.
Das Phönix fährt nicht. Es fährt sich nicht nur prima, er ist auch tödlich. Drücke L1, um zu schießen und R1, um Waffe zu wechseln. Um die Waffe zu halte er R1 halten, um das Ausrüstungsrad zu öffnen. Okay, ich kann die aber noch nicht wechseln anscheinend. Sollte dein Fahrzeug keine Munition mehr haben, kannst du mehr Fahrzeugmunition an Orten überall in der Welt finden oder sie in Läden kaufen, die in Handelsstädten beheimatet sind. Munition aufgebraucht. Leite Standby-Modus ein. Wie mache ich das jetzt? Fehlt gar keine Energie, gell? Gibt es irgendwie andere Waffen oder so? Okay, Obrigkeitswachturm. Abtech-Kern. Ein seltener Abtech-Kern. Bringe ihn zu Cyberdog in Wellspring, um dich selbst zu verstärken. Boah, das muss ich alles merken können. Architrogenwelle, Schrottmechs sind die besten Quellen für Abtech-Kerne. Der riesige Turm ist außer Betrieb. Super. Für gewöhnlich findest du dort nützliche Technologie aus der alten Welt. Schnapp dir so viel du kannst. Wo finde ich das hier? Verstehe nicht, wieso nix? Warte mal, kann ich hier was aufmachen? Ist aber nichts.
Eliminiere den Obrigkeitswachturm, Lagerkisten 0 von 3. Okay, aber da hinten ist noch Munition. Sturmgewehrmunition. Ah, kommen wir gar nicht rüber. Ist ja auch blöd, warum man da nicht so rüberspringen kann. Aktiviere Systeme. Könnte ich jetzt hier gleich Munition nachkaufen? Phoenix. Gatlings. Ah, da muss ich Lenkraketen muss ich erst freischalten. Okay, schauen wir mal, ob wir zu der Arche kommen. Okay, dann probieren wir mal. Mit einer Reparatur. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Munition kriege hier. Ziel erreicht. Okay, dann schauen wir doch mal. Rennen wir auch mal auf hier, oder?
Ah, alles klar. Oh, ich bin schon down. What? Okay. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Schauen wir erstmal, ob wir die Kisten alle kriegen. Ist nur voll, da ist eine Kiste. Ah, alles klar. Mofie, ich hudel. Kinetische Kraft zu entfesseln, die Rüstungen zerbricht und Gegner sowie Objekte fortschleudert. Lines im Viereck. Okay. Nochmal. Ah, okay, ist ein Nahkampfangriff. Okay. Zerschmettern Sie die gegnerische Rüstung. Erweiterung abgeschlossen. Okay. Ja, ist ganz cool, dass uns das einmal noch mal gezeigt wird. Okay, und Kohle.
Hey, diese Arche war voll geiler aus. Du kannst die Fähigkeiten und Waffen aus den Archen verbessern. Hierfür benötigst du Nachtaufstecker und Waffenkern-Mods, die du in die Architruhen und Läden gibst. Ich bin gerade verdammt neidisch, also pass gut drauf auf, ja? Müssen Sie der Menschheit einen neuen Anfang bringen, Ranger Walker. So, hier waren noch ein paar Kisten anscheinend. Oh Mann, ich weiß nicht, ob die resettet dann. Ja, die resettet. Architruhe, wo soll denn die sein, die Architruhe? In der Arche vielleicht direkt drin? Schau noch mal rein hier. Ah, okay. Und sonst ist ja hier drinnen nichts, oder? Nee. Ah, hier, das ist mal, sieht man auch ganz schlecht. Nanoverstärker. Inventar. Granate. Ach so, hier kann ich die Granaten erhöhen oder wie? Ach so, Blaupause. Baupläne, okay. Rezepte praktisch. Oh, das ist ganz schön viel Zeug, ja, wenn ich schauen muss.
Okay. So, jetzt schauen wir hier uns noch ein bisschen um. Wir sollten eigentlich noch drei Kisten irgendwo rumstehen. Okay, jetzt muss ich in die Handelsstadt bringen. Aber jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwo Kisten sind. Aha. Aha. Ah ja. Dollars. Sehr schön, dann fehlt es noch eine. Den Diss überhaupt finden, den kann man das benutzen? Aus. Ah, da ist die Kiste, okay. Wort abgeschlossen. Kann ich aber nicht reparieren, das Ding. Hin. Hauptstraßensperre. Weiß nicht, ob wir das hier registrieren können. Bringe Fahrzeug zu einer Handelsstadt. Ja, wo ist die Handelsstadt? Junkerpass, Obrigkeitsturm, Canyon-Arche, Stromausfall, Missionsziel. Aber fahren wir hierher. Ja, ich weiß nicht gegen dich. Bevor wir uns in die Frage zeigen. Feindliche Außenposten in Sicht. Die Handelskoalition würde diesen Außenposten zu gerne wieder zurückhaben. Wenn du diese Banditen beseitigst, ist dir ihr Wohlwollen sicher.
hier hoch. Wieder so ein Banditenunterschlupf. Okay, ich habe gedacht, da kann ich rüberspringen. Gut, Leute, ich würde sagen, wie es denn hier weitergeht mit dem Unterschlupf, sind wir eh schon da drüben. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis jetzt ist gar nicht so schlecht, das Spiel. Müssen wir uns noch weiter anschauen, wie es sich halt entwickelt. Aber ansonsten, ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Bis dann, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.